Was geht? Euer Barry wieder hier. Mit diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen simplen Native Trainer in GTA einfügen könnt. Es geht nicht mehr so wie früher, dass ihr einfach die Dateien reinziehen könnt und das alles funktioniert. Nein, weil es kam ja 2017 irgendwann wieder ein Update mal für GTA 4 und das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Also ich habe hier schon mal was vorbereitet für euch. Der Download-Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Was macht ihr zuerst? Ihr geht in den GTA 4 Ordner. Wenn ihr die Steam-Version habt, dann geht ihr hier, macht ihr Rechtsklick, Eigenschaften, lokale Dateien durchsuchen. Und dann habt ihr hier den GTA 4 Ordner. Okay, alles was hier drin ist, ohne diesen Ordner hier oben, das zieht ihr natürlich nur hier rein. Aber durch das Update funktioniert das funktioniert jetzt nicht mehr so viel. Die Script-Hook musste geupdatet werden und das haben halt so die Hobbyprogrammierer gemacht und nicht die Entwickler von der Script-Hook. Und der ASI-Loader von D-Sound, das ist der ASI-Loader, der die ASI-Dateien hier ausführt, musste geupdatet werden, aber das hat auch nicht der Entwickler gemacht. Und damit der ASI-Loader die ASI-Dateien richtig laden kann, muss auch die Script-Hook funktionieren. Und wenn die Script-Hook nicht funktioniert, dann geht gar nichts. Und damit die Script-Hook funktioniert, wegen dem neuen Update, haben die diese Hook ASI gemacht. Dann lädt der ASI-Loader die Hook ASI und die Hook ASI führt den Script aus von der Script-Hook. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Okay, das haben wir jetzt schon mal soweit fertig. Jetzt kommen wir hierzu. Hier steht Path into Script Image. Donut Rename. Das hier ist das. Ja, das. Also, folgendes. Ihr öffnet euren OpenEV. Also, das hier könnt ihr minimieren. Ihr geht dann in GTA 4. Das ist jetzt das erste Tutorial davon, was ich eigentlich vorhabe. Weil ich brauche nämlich das Mod-Menü, um mir was, also so Autos zu spawnen. Weil die Milka Girl hatte nämlich sich gewünscht, für einen Krankenwagen die Sirene auszutauschen, also das Geräusch, nicht die Lichter. Ja. Das heißt, dafür brauchen wir Mod-Menü. Und da das jetzt nicht mehr so funktioniert wie früher, geht das so. Aber die Dateien haben wir jetzt schon hinzugefügt, jetzt kommen wir hierzu. Da ist das Mod-Menü drinne. Das ist jetzt nicht mehr die Trainer-ASI, also in der Trainer-ASI ist das schon drinne. Aber das eigentliche Script, der Trainer-ASI ist ein Script drinne, das das ausführt, damit das hier ausgeführt werden kann. Dieses Load-Models. Okay. Da hier wieder alles durcheinander gewürfelt ist, warum auch immer, gehen wir hier, ihr seht ja hier den GTA 4 Ordner, dann gehen wir hier auf Common, dann ist hier Data, dann aktiviert ihr schon mal den Edit Mode, drückt ihr auf Ja, und dann, da wir jetzt auf Common, Data gegangen sind, geht ihr auf den Ordner CD Images, und dann ist ja ein Script.Image-File, dann macht den Doppelklick drauf, und dann springt er von der Klippe runter. Nein, jetzt lädt das kurz, wieder keine Rückmeldung, warum passiert das immer in der Aufnahme? Dann dauert immer alles zu lange. Okay, passt. Ist wieder alles durcheinander gewürfelt. Wenn ihr Edit Mode habt, diese Datei gibt es noch nicht hier drinne. Die zieht ihr einfach hier rein. Ihr seht schon, das Symbol an meiner Maus ist mit einem Plus. Und dann sollte es ganz unten angezeigt werden, aber da ich das ja auf... wenn ihr einmal auf Name drückt, dann habt ihr hier die einzelnen Buchstaben. Dann suchen wir mal L. Da ist L. Dann ist das jetzt hier drinne. Loadmodels.sco. Nice. Schließen, schließen. GTA starten. Okay, bis jetzt läuft die Aufnahme noch gut. Falls das jetzt bis in GTA nicht reinlädt, also wenn das in der Aufnahme sicher später dann, ob das perfekt aufgenommen hat. Aber sobald ich ein Spiel starte während der Aufnahme, dann fängt es an zu laggen. Ansonsten werde ich das mit der Spielaufnahme nochmal wiederholen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Okay, GTA startet auf jeden Fall schon mal. Das heißt, das GTA startet.
Und da sind immer noch meine editierten Bilder. Wenn ihr das Tutorial haben wollt, das ist unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, damit ihr das auch nochmal machen könnt, mit die Bilder ändern. Ich habe jetzt nicht alle geändert, ich war zu faul. Da seht ihr noch mein Auto. Und da hört ihr die Musik noch, die ich da hinzugefügt habe. Das Tutorial ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ah, die sind eigentlich beides zusammen mit Bilder und Musik. Egal. Lad schneller. Ey, der hat mich erhört, er lädt schneller. Okay, ihr geht am besten erstmal raus, weil es kann passieren, dass euer Spiel abkackt, wenn ihr das im Gebäude schon öffnet. Leckt ein bisschen grad. Das liegt 100% an der Aufnahme. Also, ihr drückt F3. Und dann seht ihr schon, da ist das Modmenü. Mit F4 könnt ihr das schließen. Und wenn ihr jetzt F3 versucht zu drücken, dann geht das nicht mehr auf. Dann drückt ihr F4. Also F3 ist eigentlich nur für ganz am Anfang zum Öffnen. Ansonsten schließt ihr das mit F4 und öffnet das nur noch mit F4. Und mit dem Numpad, also ganz rechts auf der Maus, nicht auf der Maus, auf der Tastatur ist ja das Numpad. Guckt, dass ihr das Numpad auch anhabt. Mit Numpad 5 könnt ihr bestätigen. Dann seht ihr jetzt schon mal, da oben sind wir auf God Mode. Jetzt haben wir es enabled. Jetzt sind wir unsterblich. Mit Numpad 2 geht ihr runter, aber das sind auch diese Pfeile, das seht ihr dann schon. Mit Numpad 6 geht ihr nach rechts, also könnt ihr Options 2, dann ganz oben links seht ihr schon Options Menü 2, dann könnt ihr nämlich die Seiten wechseln. Wenn ihr jetzt auf die andere Seite hier kommen wollt, dann drückt ihr einfach entweder nach oben, dann seid ihr hier, oder ihr geht ganz normal die komplette Liste ab. Aber das sollte einleuchten, denke ich mal. Wenn ihr zurück wollt, das war, das war's nicht. Dann drückt ihr 0, also Numpad 0, dann geht ihr zurück. Ja, dann sehen wir uns eigentlich jetzt im nächsten Tutorial, weil dann werde ich jetzt die Sirenen hinzufügen. Also für Polizei werden wir die deutsche Sirene hinzufügen und für den Krankenwagen, weil die, wie gesagt, schon die Milka Girl hat sich gewünscht, dass ich darüber mal ein Tutorial mache. Sag ich mal bis gleich im nächsten Tutorial. Haut rein, ciao, euer Barry.